Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, wir haben was zu erledigen. Ich schaue hier gerade nur hin, ob wir eine Höhle entdecken. Sieht nicht so aus. Dann müssen wir aber hier mal einen neuen Wegpunkt zu dem unbekannten Fragezeichen da setzen. Das will ich gern deaktivieren. Lass mich in Ruhe. Genau, so klappt das doch. Da oben müssen wir hin. Kriegt man bestimmt eine schöne Signallinse. Und dann sammeln wir noch ein paar Quests ein. Und dann macht man endlich auch mit der Hauptstory weiter. Bin echt interessiert, wie es weitergeht. Hier gibt es so viel zu tun. Bis jetzt bin ich noch nicht gelangweilt. Deswegen müssen wir uns auch mal hier drauf konzentrieren. Weil wenn ich dann eine spätere Stufe erreiche, werde ich garantiert nicht mehr diese billigen Missionen machen. Aber bis jetzt bin ich gut unterhalten. Damit kann ich meinen Beutel auffüllen. Ja. Du bist doch kein Känguru. Was willst du mit einem aufgefüllten Beutel? Da muss ein Baby reingemacht werden bei dir. So. Da gehen wir jetzt noch nach oben. Himmelblaue Blüte. Okay, da ist auch so eine kleine Siedlung. Wird mir gar nicht angezeigt. Anscheinend ist das Lager schon lange verlassen. Ja. Vielleicht wird es mir deswegen nicht angezeigt. Irgendwas zum Looten hier in der Nähe. Ja, tatsächlich. Direkt neben mir. Und hat nicht Bescheid gesagt. Da hinten ist noch was. Warum nicht? Her damit. Wieder ein schönes Armband. Eine Digitaluhr. Den sollte ich mir mal ansehen. Ja, ja. Deswegen sind wir hier. Nein, du Schwein, bleib stehen. Hast du was Tolles für mich? Naja. Naja, war schon mal besser, der Loot. Na, was fleucht und flattert hier? Bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ein Wildschwein ist auch noch irgendwo. Lasst uns mal schauen. Ja, der ist es. Und sagt nichts. Wo bist du hin? Bleib stehen, Kollege. Na also, hoffentlich ist da besseres Zeug drin. Ja, zumindest deutlich mehr als in dem anderen Schwein drin gesteckt hat. So, dann lässt mal schauen, wie wir da nach oben kommen am geschicktesten. Ja, Steine hebe ich natürlich auf. Und wie ging das jetzt mit dem Seilwerfer? E und Steuerung, Zielen und Steuerung, Zielen und E. Zielen und E. Na also. Haben wir ja fast alle Kombinationen durch. Probiert, irgendwas muss ja davon passen. So. Nee, ich will nicht noch einen Stein. Ich will hauptsächlich hier hoch. Zum Glück gibt es da noch diese Balken. Nein, Aloy, reiß dich zusammen. Ich will auch nicht gleiten, ich will nur da hoch. Na komm, hoch mit dir. Aloy. Na gut, wir haben es geschafft. Verhandlung war ein C, aber wir haben es geschafft. So, da ist doch was zum Festhalten. Na, das ist klasse, hier müssten wir gar nicht... Okay. Ja, hat sie ja hinbekommen. Dieser Turm fällt fast auseinander. Ja, dann ist ja richtig, dass wir hochklettern wollen. Ich wollte gerade sagen, hat relativ gut geklappt. Hier musste man nicht arg klettern. Ja. Da ist Fahrlicht. Eine Linse. Ich krieg sicher später raus, was ich damit mache. Ja, bestimmt guten Fernsehempfang, würde ich mal sagen. So, das haben wir hier abgefrühstückt. Hier haben wir ein Questziel. Obwohl, Jagdgebiet-Hüter, nee, das wollen wir ja nicht machen. Da kommen wir her. Hier haben wir eine neue Quest. Hier haben wir unbekanntes Zeug. Hier haben wir eine unbekannte Werkbank, warum auch immer. Schnellreisen. Ah, doch, kann ich tatsächlich. Dafür brauche ich aber ein Schnellreisepaket. Das ist es mir im Moment nicht wert. Und nach Fahrlicht müssen wir auch. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Fahrlicht. Also erstmal hier hin. Und dann, vielleicht reicht das ja. Einmal hier drauf klettern. Und gleiten. Ach, das ist eine tolle Mechanik. Ich wünschte, ich hätte noch Nitro-Antrieb, oder? Aloy, furz mal, damit wir weiter nach vorne kommen. Ach, das ist schon richtig cool hier. Und zumindest zu der Brücke gelangen wir ohne Probleme. Ah, das ist eine richtig, richtig geniale Mechanik. Ich bin froh, dass sie sich entschieden haben, dass der Gleiter auch stabil bleibt und nicht, dass der irgendwie nach 5 Sekunden platt ist und man nur eine kurze Zeit zu Anfang gleiten kann.
Das macht hier schon richtig Spaß. So soll das sein. Vorsichtig, vorsichtig. Na gut. Wir waren zwar nicht so vorsichtig, sind leicht aufgekommen, aber das macht ja nichts. Das ist für später. Genau, das ist für später. Das packt man dahin, wo keiner es finden wird. Dann einmal nach oben. Bin gespannt, was da für eine Quest auf uns wartet. Reit, hier könnte man eigentlich auch mal beschwören. Da ist noch was Unbekanntes voraus. Sieht ein bisschen aus wie eine Gondelbahn. Nee. Was ist das denn? Holzfällerwerk? Irgendwie was in der Richtung vielleicht? Achso, da ist noch so ein Turm. Und da ist die Quest. Deswegen sind wir hier. Das rauscht. Hi, was machst du denn da? Nicht Leute entführen. Hey. Was willst du machen? Was ist passiert? Was? Was geht dich das an? Und dich? Eigentlich nichts. Mein Tag war schon ziemlich mies und jetzt haben sich diese zwei Idioten auch noch ausgerechnet meine Schicht zum Bergsteigen ausgesucht. Okay. Wer hat so Welt, wenn der hier nicht so schwer wäre? Was? So mach mal Berg... Stottere ich? Ja, zwei! Ich habe einen rufen hören, da oben. Sie hatten wohl die Wahl, scharfe Klauen oder tiefer Fall. Da braucht jemand Hilfe. Willst du nicht irgendwas machen? Selbst schuld. Und ich habe hier schon genug zu tun. Du hilfst nicht im Ernst? Du etwa im Ernst? Was für ein Arsch. Da braucht kann man den nicht in den Hintern treten? Ich sollte losklettern. Komm schon, ich wollte da hin. Nicht ins Wasser, Aloy. Ich wollte doch da oben schnell hin. Na gut. Geh mal vielleicht hier lang. Und schwupp. Na, ein Glück sind meine Patscherchen zu lang. So lang. So, wer will noch von der Klippe stürzen? Irgendwer da oben wahrscheinlich. Na, schauen wir mal, dass wir die mit dem Gleiter sicher zur Landung bewegen können. Einmal nach oben. Wird man mich loben. Bitterkraut nehme ich mit. Können wir Schönes daraus brauen, hoffentlich. So. Anscheinend sind wir gleich am Ziel. Da bin ich mal gespannt, wer da so lauthals geschrien hat. Und vor allem warum. Hoch mit dir. Komm, da kann man stehen. Keine Ausreden mehr. Wir müssen helfen. Ich glaube, der andere hat einfach keinen Bock gehabt, selber Berg zu steigen. Hallo? Bergsteiger. Irgendwer da? Oh, Kraut. Aloy, die Unkrautvernichterin. Okay, unbekannt 13 Meter. Oh, da ist so ein Splitter. Nein, weg von mir, du Eimer voll Schrott. Ja, haltet euch von mir fern. Oh je, jetzt sind sie wieder hinter mir her. Okay, einmal tot. Und was nicht tot ist, wird tot gemacht. Ja, ist ja gut. Wieso seid ihr wieder so viele? Nein, keine Munition. Wartet kurz, Kollegen. Au, au. Ja, aufladen. Nein, bleib stehen. Okay, Feuerglimmer wollen wir erstmal entzünden, bevor wir der Person helfen. Wenn wir schon mal hier sind, warum denn nicht? Wird sich ja noch ein paar Minuten gedulden können. Au. Mittleres Wertgegenstände Lager, okay. Weiß man nicht, warum die Lager dahinter versteckt werden und wie sie das machen, aber das kann uns ja egal sein. Ha! Voll in die Weichteile. Der andere Kollege ist da. Na gut. Ich glaube, das ist der letzte. Ja. Das war's. Du hast sie erledigt. Jo, gern geschehen. Ich muss noch kurz looten, dann kümmere ich mich um dich. So, hier haben wir wieder eine Klanghülse. Die ist ja auch episch. Oder lila. Ich denke mal, das ist episch.
So, dann red man mal mit ihr. Lass uns reden, Fremde. Ja, bin ja schon da. Bist du verletzt? Geht schon. Mein sogenannter Leibwächter. Bist du ihm begegnet? Er war schwer zu verfehlen. Er ist tot. Puh. Das hat man dann wohl davon. Wenn man in der Taverne den erstbesten Kerl anheuert, der angeblich Erfahrung mit der Maschinenjagd hat. Ja, die Erfahrung hat zumindest nicht ausgereicht. Was willst du denn hier oben? Das hier war mal ein Signalturm. In seiner Mechanik ist eine Linse verbaut, ja, die in sehr gewissen Kreisen äußerst wertvoll ist. Und da die Kaja den Turm abreißen wollen, dachte ich, ich könnte die Linse retten, bevor sie zerstört wird. Hol sie. Ich bin da zum Linsen retten. Aus den anderen Türmen. Linsen und Spätzle und gibt's dann. Sehr reich belohnen. Na gut. Tja, ich habe schon welche gefunden. Ja. Na sieh mal an. Du bist wohl auch eine Opportunistin, was? Dann will ich sie dir gerne neugierig. Abnehmen. Das hier sollte ein schöner Lohn dafür sein. Und was ich ist bin das? Schließlich eine ehrliche Haut? Ja, ja, ganz bestimmt. Danke. Aloy. Rain. Ernsthaft? Ich habe meine Linsen abgegeben? Aloy. Wenn ich soweit bin, kehre ich nach Fahrlicht zurück und pflege meinen Knöchel. Aber ich bleibe hier, wenn du mir diese Linse aus dem Turm da holen willst. Das kriege ich auch noch hin. Ich sag's nur. Es lohnt sich, versprochen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Was ich tun kann. Wieso hatte ich hier keine Wahl? Nein. 60 Metallscherben. Was? Ich habe jetzt nur ein paar Metallscherben bekommen. Man kann die Möglichkeiten förmlich riechen, nicht wahr? Ich riech gar nichts. Sinnlos, den Zugwerfer zu nehmen. Nein, ist es nicht. Aloy, du musst nur treffen. So. Okay. Ja, ja, schön mit deinem Knöchel. Ernsthaft? Das hat nur 60 Metallscherben gebracht? Das kann eigentlich nicht sein. Ich will nicht drauf schießen, ich will drauf Seil werfen. Zieh! 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 Oh, hab einen ziehen lassen. Ah, da unten ist noch was Grünes. Dafür bücke ich mich natürlich auch schon. Wieder diese Muskelfasern, die aussehen wie Zwiebeln. Mehr ist hier drin nicht. Ist ja enttäuschend bis jetzt. Gib mir den guten Loot. Fallen mit Stil. Ja, ja, hör auf zu fallen, sondern kletter lieber mit Stil. Hier brennt's? Wieso brennt's hier? Wer hat das angezündet? Hat aber ziemlich viele Ankerpunkte hier. Ja. Aloy, kriegst du es hin? Wir haben es hinbekommen. Aua, mein Kreuz. Nein, Aloy, bleib oben. Ja, beinahe auch unsere Aufstiegschancen hier. Na also. Na, hat sich ja doch noch überreden lassen. So. Was macht man jetzt hier mit der Information? Da oben ist die Linse. Hier ist ein Balken. Komische Musik gerade im Hintergrund. Aloy, einfach ein bisschen weitergehen. Aber nicht zu weit, nicht zu weit. Und nicht abseilen. Aloy! Ah, Aloy. Ich hol bald meinen Controller raus mit der Steuerung. Ein bisschen frickelig beim Precision-Klettern. Ja. Ja. Ganz vorsichtig. Er war nicht vorsichtig. Der Sturz war härter als gedacht. Ja. Und vor allem unangebrachter als gedacht. Komm mal hier hoch. Aloy, hält dich fest. Irgendwie. Ah, scheiß drauf. Wir werden es schaffen. Ich weiß zwar nicht wann, aber ich lass hier nicht locker.
So. Ich würde sagen, wir sind wieder heil hier angekommen. Und jetzt müssen wir Aloy noch irgendwie... Ah. Oh, ein Glück war da ein Zaun. Die hat schon wieder so einen Ausweichmove gemacht. Das wäre beinahe nach hinten losgegangen. Beziehungsweise wieder nach unten. Das muss ich echt mal schauen, ob ich das ausstellen kann. Das ist richtig gefährlich. Also wenn ich doppelt A oder D oder W oder S drücke, wie man es nun mal macht auf Maus und Tastatur, dann springt sie so schön. Ja, da unten ist sie. Hui, gleiten. Ah, da ist sie. Hast du die Linse gefunden? Vielleicht. Ja, du hast mich doch gesehen. Wenn du mit mir handelst. Ha, handeln wir. Bitte sehr. Was kriege ich dafür? Was für ein Anblick. Und hier habe ich etwas für deine Mühe. Wenn du noch mehr von diesen findest, komm zu mir nach Fahrlicht. Ja, ja. Verstanden. Was kriege ich dafür jetzt? Tschüss. 15 Metallscherben, Bronzebarren und Grünglanzsplitter. Okay, das geht ja zumindest halbwegs. Ja, trotzdem hatte ich mir gedacht, für den Aufwand wäre das ein bisschen wertvoller. So, alles schön durchsuchen. Oh, begib dich nach Rheinklang. Genau, da müssen wir rein. Aber ich würde gerne nach Fahrlicht noch davor. Und irgendwas müssen wir abgeben. Rede mit dem Lehrmeister. Was soll ich denn mit dem Lehrmeister reden? Und irgendwo, ach hier, müssen wir auch hin. Laren, da haben wir jetzt zwei Verträge abgeschlossen und noch nicht abgegeben. Das wird sich bestimmt lohnen. Und sonst würde ich sagen, gleiten wir mal zum Ziel. Ich gleite. Hui. Ja. Ach, ich mag gleiten. So, der da unten ist immer noch beschäftigt. In ein paar Tagen hat er ihn wahrscheinlich zur Stadt gebracht. Dem werde ich jetzt aber nicht helfen. Und wenn der Leibwächter da tot ist, wieso versucht er ihn noch wegzuschleppen? Kann ihn doch da liegen lassen, dann ist er außer Gefahr. Also, er ist eh tot. Bringt dann auch nichts. So viel Spaß hatte ich seit Jahren nicht. Du hast seit Jahren keinen Spaß gehabt, oder nicht so viel, das ist aber schlecht. So, hier gibt es einen Koch. Servus, was hast du? Sonnengeflügel. Sehr selten. Sonnenfall Maisfleisch. Sieht ein bisschen aus wie ein Jufka. Nehme ich doch gern. Flussblütenblatt, Metallscherben und Wildfleisch. Vor allem die Metallscherben werden gut schmecken. Und Sonnenkönigschmaus. Können wir uns auch kaufen. Und gleich nochmal. Wunderbär. Dann haben wir schon mal das. Vor uns ist ein Unbekannt. Was ist denn das? Ach, die will die Linsen. Wie bist du so schnell hierher gekommen? Ich arbeite dran. Ja. Ja, das stimmt. Was soll heißen, ja, das stimmt? Etwa so nützlich wie ein Bitch. Glashammer. Nein, nicht die Arbeiterin. Ich will Tränke. Wo Tränke? 33 Meter in die Richtung, okay. Dann nehmen wir zuerst mal die Quest an. Okay, das war jetzt auch nicht die passende Richtung, um alles abarbeiten zu können. Oh, da sitzt jemand hinter Gittern. Müssen wir bestimmt beim Ausbruch hier helfen. Und schön, dass das Tor jetzt dauerhaft auf ist. Warum auch immer. Retterin! Nur du kannst helfen. Connor, sie ist Meridians Retterin, nicht deine. Nenn mich einfach Aloy. Was willst du? Niemand hört mir zu, aber... Die Eklipse. Sie sind im Schrecken. Ernsthaft, das ist ja schrecklich. Aloy ist es, die sie besiegt hat, und du nervst sie mit diesem Blödsinn? Ja, lass ihn doch ausreden. Nach der Schlacht bei der Flamme. Eine der Wachen, Laruvik, schlich sich fort und traf sich mit einem. Ich wollte lauschen, aber sie sahen mich, und dann wollte Laruvik mich töten. Ja, das kann ich nachvollziehen. Wehrte mich. Es hieß er oder ich. Leider gibt es nichts Handfestes, das Laruvik mit der Eklipse verbindet. Ja, das kann ich herausfinden. Er bestreitet Verurteilte, nur sah ihn zum Tode. Oh, das ist furchtbar. Woher weißt du, dass Laruvik für die Eklipse arbeitet? Also, ich konnte zwar nicht alles hören,
Aber beide sagten das Wort Eklipse. Also für mich klingt das schon verdammt weit hergeholt. Echt nicht. Klingt doch nachvollziehbar. Und entkommt man der Todesstrafe. Ich habe keine Angst vorm Tod. Aber wenn wir das ignorieren, werden auch andere sterben. Das ist ein Argument. Hast du bei diesem Treffen irgendetwas über ihre Pläne gehört? Nein. Aber die Lichtung liegt gleich östlich von hier, am anderen Ufer. Oh, das ist ja praktisch. Wir haben Soldaten gesucht. Dort ist nichts. Ich kann Dinge sehen, die andere nicht sehen. Mhm. Wenn Eklipse im Schrecken sind, finde ich sie. Vielen Dank, Aloy. Die Sonne segne dich. Ja, dich auch. Soldat. Ja gut, den müssen wir aber vor dem sicheren Tod hier bewahren. Ein Rüstungsschmied wird da oben sein. Ein Kräuterkenner müssen wir auch mal besuchen. Erstmal schauen wir, ob wir hier schön Loot abstauben können. Oder vielleicht da oben. Loot? Habe ich bestimmt schon eingesammelt, wenn es hier was gäbe. Hallo? Loot. Loot. Loot tut gut. Zumindest mir. Dann reicht das zumindest für den Ausblick hier. Ach, hier oben war man ja schon. Servus, Leute. So. Ja, das sieht gut aus. Hui, ich gleite zum Ziel. Ich brauche nämlich ein schönes Outfit. Und was haben wir hier? Itamen Schattengefasst, okay. Was hast du denn für Rüstung? Nora Wachposten, okay. Sieht jetzt noch nicht so überzeugend aus. Kauf mal nicht. Ja, wenn du gutes Zeug hast, ich auch. Dann gehen wir nochmal zum Trank fritzen und dann können wir direkt weiter. Ach du! Freundin der Karja. Ah, nicht du. Der in dem Outfit, den wir kannten, wurde ja umgebracht. So, kaufen. Ja. 3 von 3, wunderbar. Das wird dir hast helfen, du schon. Wenn die Sonne will. Achso, das hängt jetzt auch noch von der Sonne ab. Das ist kein gutes Geschäftsmodell. So, Schatten der Vergangenheit, da wollen wir mal hin. Vielleicht können wir dem armen Tropfen noch das Leben retten. Auf geht's. Wäre ja mal was Sinnvolles, anstatt hier Linsen für billig zu verscherbeln. Wer bin ich denn? Lebt ihr noch? Ja. Ja, die bewegen sich. Das ist doch schön. So. Dankeschön. Ich glaube, der hat gerade nicht mich gemeint, aber für seine Arbeit wird man doch gern gelobt. So, was haben wir hier? Das kennen wir eigentlich schon. Flussblüte, genau. Das war das. Eine Reihe von Stärkungen durch Essen von Nahrung. Das wussten wir auch schon. So. Wildschwein, bleib stehen. Du bist verhaftet. Tja, wäre mal stehen geblieben. Oh. Er hat nichts Gutes dabei gehabt. Das muss die Richtung sein, in der Konova die Eklipse gesehen hat. Blutflecken. Ein guter Ausgangspunkt. Ja, vielleicht ist es da, wo er den hilflosen Mann abgeschossen hat. Umgebracht. Hier hat Conover wohl ziemlich sicher diese Wache getötet. Ja. Vielleicht verrät mir mein Fokus, ob hier wirklich jemand Drittes war. Da ist ein Wildschwein zumindest. Nicht rennen! Das verdirbt doch das Fleisch. Sogar ein Hauerchen. Menschliche Fußabdrücke. Ist hier mal was anderes. Da hinten war noch ein Wildschwein. Äste untersuchen. Sieht nach Ästen aus. Äste. War jemand dort oben? Du wirst es mir bestimmt gleich sagen. Mach mal ein bisschen hin. Was haben wir hier? Menschliche Spuren. Sowas. Schwache Spuren. Sie führen von Fahrlicht weg. Mit meinem Fokus sollte ich ihnen folgen können. Ja. Ich dachte, das machen wir die ganze Zeit. Mal sehen, wo sie hinführen. So, Spur markieren. Ja, wirklich nicht. Ja, vielleicht hat er auch nur Bock gehabt, eine Wache zu töten. Was haben wir hier?
hockt ja noch im Busch. Ich hab die Spur verloren. Nein. Es sind zu viele Maschinen unterwegs. Was ist denn da hinten, was so? Die Spur ja auf der anderen Seite. Ein Gräber ist das. Na gut, dann versucht man die auf der anderen Seite wiederzufinden. Ich muss eine Brutstätte finden, um zu lernen, wie man Maschinen überbrückt. Ja, wir finden aber gerade keine. Kann ich die nicht einfach rufen? Ja, ich kann Stein werfen, aber ich würde die einfach gerne rufen. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ja, das nenne ich mal stillen Schlag. Wäre jetzt noch genial, würde ich dabei gleich plündern, also looten. Ja, hast mich zu spät gemerkt, Kollege. Bemerkt. Mit meiner Sprache wieder los. Ah. Nein! Aloy! Ich hab doch auf stillen Schlag gedrückt. So geht's auch. Jetzt sollte ich die Spur wieder aufnehmen können. Ja, wer weiß das schon. Erstmal braucht man ein bisschen Wildfleisch. Nein! Nicht abhauen! So. Bisschen hochheilen. Blut. Eine Menge. Ja, vielleicht vom Wildschwein. Okay. Die habe ich nicht umgeklöppelt. Wer auch immer es war, diese Maschine hat ihm wohl eine verpasst. Ja, und er hat der Maschine eine verpasst. Mit dem Fokus sollte ich der Blutspur problemlos folgen können. Oh, eine alte asphaltierte Straße. Ein schönes Taxi noch. Mit dem Schild noch halb leserlich. Oh, da ist nicht viel drin. Spur markieren. Dieser Brücke da. Wow. Brücken soll man ja schließlich bauen und nicht einreißen. Unten ist ein schönes Lager. Hier unten wurde ein Aussichtspunkt eingerichtet. Ratte! Die hat auch was Gutes dabei. Reichhaltiges Fleisch. Naja, ich weiß ja nicht. So. Wertgegenstände. Was haben wir hier? Nix zum Looten. Guter Blick auf Fahrlicht, wenn man es ausspionieren möchte. Ja. Muss ich da was untersuchen? Oh je. Verbände. Blutige Lumpen. Wollte der Flüchtige seine Wunden verbinden, bevor es weiterging. Ich sollte den Spuren folgen können. Ja, und wohin? Nur hin? Das ist die Frage. Ach, du gehst hier nach oben wieder. Vielleicht mal prüfen, was mein Fokus sieht. Ja, ich prüfe doch die ganze Zeit. Ob der hier noch da ist? Wie lange ist der Mord eigentlich her? Menschen laufen ja relativ schnell, wenn sie denn wollen. Naja, wir werden bestimmt was finden. Oh, was liegt denn da? Ein Schrotthaufen muss ich einsammeln. Da drüben sieht's aber auch cool aus. Mit dem schönen flachen Gras. Vielleicht gehen wir da auch noch hin. Die Spur endet hier. Ist wohl in diese Höhle hochgeklettert. Was für eine Höhle? Mit der Wunde macht er es sicher nicht mehr lange. Die Höhle da? Okay. Dann wollen wir mal wieder Höhlenforschung betreiben. Sind wir so gut darin. Solange die nicht überflutet ist. Gut, ist schwer. Die ist ein bisschen hochgelegen. Wäre dann schon verwunderlich, wenn das Wasser bis zur Decke steht und nicht abfließt. Das ist eine gute Farbe. Schön für uns. Das hier sieht mir nach einem guten Versteck aus. Ja, für Autos vor allem. Wie kommen die in die Höhle rein? Ganz oben in den Berg. Macht das Sinn? War das mal ein Parkhaus? Da war zumindest mal irgendeine Struktur im Berg drin. Okay, alter Motorraum. Ich dachte, das wäre ein Kofferraum gewesen. Gute Rolex. Okay, vielleicht war das andere ja ein E-Auto. Oder hat den Motor wirklich irgendwie hinten gehabt. Ganz viel. Was sollen wir denn jetzt tun? Weiß ich doch nicht. Da sind auf jeden Fall welche. Oh, ist das cool, dass man hier alles looten kann. Ich mag Loot doch so gerne. Wir müssen es revieren. In diesem Schatten finden wir Kraft.
Ihr findet keine Kraft, ihr findet gleich den Tod. Gegen eine ganze Garnison? Nicht einfach. Was haben wir da unten? Ob Larovik wirklich tot ist? Er ist nicht am Treffpunkt aufgetaucht. Also hat ihn diese dumme Wache getötet. Oder er hat die Nerven verloren. Dann müssen wir uns eben durch das Tor sprengen. Und was dann? Rayard war unsere Verbindung zu Vesre. Und jetzt ist er tot. Ja, und ihr werdet folgen. Aber erst müssen wir ein Fahrlicht vorbei. Beim nächsten Wachwechsel greifen wir an. Konova hatte recht. Ich muss sie aufhalten, bevor sie noch mehr anrichten. Ist der Plan. So, die zwei sind doch ohne Probleme draufgegangen. Da gibt's Leuchtpilze. Ach, das war auch nur eine Uhr. Heilende Bären. Normalerweise, wenn man Bären im Wald findet, sind die gar nicht so heilend mit ihren richtig fetten Tatzen. Da drüben! Was ist da drüben? Jetzt hinterher? Wer ist das? Bewegung! Niemand! Komm schon! Nicht so viel bewegen! Nein, kein Alarm! Kein Alarm! Darüber! Obwohl doch Alarm, dann kommen ja alle von euch. Für das alte Regime! Nein! Für das Aloy-Regime! Ach, leck mich doch. So, jetzt bin ich besonders mutig. Und jetzt gibt's auf den Würzel. Wo seid ihr denn? Was machst du da unten? Sicher? Da draußen sind sicher noch mehr von denen. Besser vorsichtig sein. Ach was. Solange wir genügend Munition haben und das haben wir bei unserer Rohstoffmenge, ist das gar kein Problem. Ich hätte auch mal gern so eine Axt. Muss ja nicht immer Speer und Bogen sein. Das sind wirklich heilende Beeren. Ich hätte gesagt, das sind Pilze. Du siehst uns? Was soll mir die Information jetzt sagen? Und wieso ist deine Rübe so geschützt? Du lebst ja immer noch. Na gut. Gut, so viel dazu. Ja. Es wären jenseits des Schreckens noch mehr Eklipse. Wenn dieser Rayard die einzige Verbindung war, könnte er einen Fokus haben. Damit könnte ich sie finden. Datenpunkt. Lieber scannen als nicht scannen. So, irgendein Versteck durchsuchen. Was für eine Leiche. Das hier draußen. Hallo, Leich. Wo steckst du denn? Ah, da hinten liegt doch jemand. Das da ist wohl Rayard. Ich hatte recht. Rayard hat einen Fokus. Hatte einen, also den. Nee, er hatte ja noch einen. Ich würde erstmal sicher gehen, ob er tot ist. Treuer Eclipser. Wenn ihr das seht, du denn? Habt ihr das Sonnenreich verlassen. Auf der Suche nach etwas, dem ihr folgen könnt. Hört auf damit. Eure Reise endet bald. Folgt der Sonne bis hinter die Tore von Fahrlicht. Schlechte Idee. Wo strahlende Eroberung euch erwartet. Ein neues Imperium. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Ich muss diesen Vesre suchen und sein neues Eclipse-Imperium vernichten, bevor es entsteht. Da sind Koordinaten, jenseits von Fahrlicht. Ja, schön. Wollen wir erstmal den armen Tropf von der Todesstrafe befreien? Unschuld zu beweisen. Ich sollte sie nach Fahrlicht bringen. Ja, also. Das ist, glaube ich, der sinnvollste nächste Schritt. Haben wir hier ein Lagerfeuer in der Nähe? Schlusslichtschatten. Was ist denn ein Schlusslichtschatten? Sind wir da reingegangen? Ich glaube, das ist da, wo wir reingegangen sind. Da oben gibt's ein paar Vögel, Eichhörnchen. Ansonsten nicht so viel Besonderes. Ich weiß echt nicht, wo hier die Brutstätten sind. Jetzt schön geleiten. Boah, das war der Plan, Aloy. Ja, das ist die Höhle da.
Boah, das mit den Brutstätten wird interessant. Die können ja nicht alle auf einem Haufen sitzen. Ich habe auch keinen Bock, nochmal 30 von den Dingern zu machen. Nee, so viel gibt's ja auch nicht. Na, gibt's 5 oder 6 irgendwo. So langsam könntest du damit aber auch mal anfangen. Wildschwein! Auf die Jagd! Na, war eine gute Jagd. War eine schlechte Jagd. Der Kamerad hatte ja fast nichts Beißbares in sich. Laubbier sind ein bisschen zu schwer. Mehr Auftrieb wäre hilfreich. So. Hier ist noch irgendwie ein Kraut. Hier damit. Yay, das hat sich nicht gelohnt zu gleiten. Naja, so halbwegs. Gut. Health Items haben wir auch. Dann wollen wir mal den armen Unschuldigen da retten. Muss ich echt jetzt darüber stapfen? Komm schon. Ja, das reicht nur bis zum Anfang vom Fluss. Ach Mist. Wie gesagt, wir sind einen Tick zu schwer. Das liegt nicht an Aloy, das liegt nur an der Last auf ihren Schultern. Weil die noch dünner geht's ja nicht. Das ist kein Gewichtsproblem, was das angeht. So. Okay. War wahrscheinlich nicht ich gemeint. So, dann wollen wir ihn mal retten. Hi. Lebst du noch? Oder wurdest du schon zum Scheiterhaufen gebracht? Das wäre aber schlecht. Dann wären wir gescheitert. Achtung, Soldat. Sie ist zurück. Aloy. Schon was rausgefunden? Ja. Eclipse-Flüchtlinge haben am anderen Waldrand kampiert. Und sie waren bereit, sich durch Fahrlicht zu kämpfen. Du hast viele Leben gerettet. Aloy. Du weißt, ich glaube dir. Aber die anderen Offiziere, sie werden Worte allein nicht überzeugen. Wollen sie einen Beweis? Zeig ihnen die hier. Und sag ihnen, dass er sein Leben riskierte, um einen Spion zu enttarnen und zu eliminieren. Mhm. Ah, du bist wirklich seine Retterin. Ja, hat er Glück gehabt. Soldat, du kommst hier raus, sobald ich das mit dem Stab geklärt habe. Was muss er das mit seinem Stab noch verhandeln? Das war's dann? Das Ende der Eclipse? Nee. Beinahe. Diese Eindringlinge, die es vor Wochen durch Fahrlicht geschafft haben. Ihr Boss ist gefährlich. Mhm. Er ist da draußen, im verbotenen Westen. Und stellt eine Armee auf. Sonne und Schatten, du willst da raus und ihn aufhalten? Natürlich. Ich versuch's. Auch nicht? Ich will helfen. Ich kann kämpfen. Komm erstmal aus dem Knast. Aber du hast viel durchgemacht. Genieß deine Freiheit. Wenn du hier raus bist. Hast verdient. Mach sie platt, Retterin. Mach ich? Ich mach alle platt. Ob Freund oder Feind. Ob Feind. Gnädigste? Ja, selber Gnädigste. So, dann wollen wir mal schnell reisen. Ganz schnell, schnell reisen. Wohin? Schnellreise kostenlos. Hierhin. Mit X. Normalerweise ist es ja immer, mit X wird das nichts, aber das hat gerade ganz gut geklappt. Und das Laden geht richtig schnell. So, dann wollen wir mal die Verträge abgeben. Ich habe alle Teile für dich. Ja. Hier mit der guten Rüstung. Die Jägerin ist mehr als verdient. Natürlich. Scheint so, als hättest du jetzt alles, was du für die Rüstung brauchst. Oh, da kommt bestimmt noch mehr. Wir haben ein Reishorn entdeckt. Leckt mich. Spuckt Feuer wie eine heiße Schmiede. Mit dem würde meine Rüstung ein Inferno überstehen. Ganz bestimmt. Ich lese mir das später durch. Mal sehen, ob ich es finde. Soll ich nicht alle Teile von allen Maschinen zu dir bringen? Was hast du zum Handeln? Ein Schnellreisepaket brauche ich nicht. Rohstoffe. Oh, vielleicht hier unten. Flughornhorn. Metallblock, egal, kaufen. Besser haben als nicht haben. So, davon haben wir jeweils eins. Waffenspule haben wir keinen. Graser Rotorhorn. Was soll's? Kaufen. Irgendwo für wird's nützlich sein. Und wenn's zum Waffenupgraden ist. Sehr schön. Tschüss. Versprochen, das sind die letzten Bauteile, Jägerin. Aha. Und? Wie läuft die Jagd? So mittel? Ich arbeite dran.
Sehr gut. Na gut, verabschieden. Ich muss jetzt gehen. Ich dachte... Glück mit dem Reishorn. Ja, ja. Gleichfalls. Kann ich endlich mit der Rüstung anfangen. Ja, wehe, du schickst mich noch auf eine Expedition. So, erstmal das reichhaltige Vogelfleisch einsammeln. Hey! Wieso hat der Kamerad noch so viel Leben gehabt? Genau, reichhaltiges Fleisch. Was können wir denn inzwischen craften? Outfit-Upgrades, Beutel-Upgrades. Her damit. Trankbeutel von 3 auf 5? Unbedingt. Deswegen Jagdmeier die ganzen Sachen. Metallscherben und Heerfedern. Leichte Pfeile auf 30 und Elementarpfeile auf 24. Okay, das war noch nicht so beeindruckend. Spezialausrüstung sind Fragezeichen dran. Was braucht man für einen nicht Fallenbeutel? Stachelholster? Stolperholzer, Jägerpfeilköcher, Waschbärenhaut. Okay, müssen wir Waschbären umbringen. So, Tränke, mittlerer Trank. Ah, dafür braucht man die Vitalitätsstängel. Da habe ich doch noch einen in der Hose. Outfit-Upgrades, welches haben wir denn gerade ausgerüstet? Das sieht gut aus. Aber hier dingmäßig ist es nicht so gut. Gut auch, dass man hier direkt die Stufen anklicken kann und sehen, was es bringt. Also aussehenstechnisch finde ich das am coolsten. Frag mich, haben wir das überhaupt an? Ja, haben wir. Okay, das sah in dieser Übersicht nochmal ein bisschen besser an. Besser aus. Was haben wir denn hier noch? Ein Scharfschussbogen, der ist upgegradet. Jägerbogen, nee, ich will den oberen. Jägerbogen, her damit. Das ist gerade die Waffe, die ich eh am meisten verwende. Und ein Spulenplatz. Wie kann ich den jetzt ausrüsten? Bestimmt im Inventar. Ja, Ausrufezeichen, Outfits. Brauche ich nicht. Jägerbogen da oben. Und Spule. Platz auswählen, was haben wir hier? Erhöht den Schaden gegen zu Boden gebrachte Gegner. Gar nicht so schlecht. Überspannschaden. Okay, beides mal ein Überspannschaden. Na gut. Mehr Schaden gegen niedergeworfene Gegner. So soll das sein. Dann würde ich aber tatsächlich sagen, reicht es schon für die Episode. Ich werde hier speichern. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.